Wo gibt es noch eine Kirche in der westlichen Welt, wo Kinder und Jugendlichen Gottesdienste von 2 oder 3 Stunden beiwohnen? Wo gibt es sowas? Das ist schon ein Vorbild auch für die westliche Kirche, indem wir Kinder und Babys sogar als vollständige Mitglieder unserer Kirche aufnehmen. Der jüngste Mitglied unserer Kirche ist 40 Tage jung. Also gleich nach der Taufe wird das Babylein gesalbt, wird das Babylein und bekommt Kommunion. Und damit haben wir schon Mitglieder unserer Kirche, ihr und wir, mit 40 Tagen. Und werden dieser Säugling in die Gemeinschaft reingepflanzt. Diese Tradition ist so von großer Weisheit, weil die Kinder Glaube und die Tradition mit der Muttermilch bekommen können. Wir haben keine Phase, wo wir die Kinder nach Hause schicken und sollen erst erscheinen mit der ersten Kommunion. Wir geben die kulturelle und spirituelle Erbe an die Kinder weiter, schon nach dem 40. bzw. 80. Lebenstag für die Mädchen, nach dem Gebot und nach dem Gesetz der Reinheit der Frau nach der Geburt. Denn wir haben sehr viel vom Judentum auch übernommen. Ich freue mich, zu euch kommen zu dürfen. Ich erinnere mich an den Besuch von eurem Vorstand vor einigen Jahren und habe mich gebeten, hierher zu kommen. Wir sind heute in Hamburg gewesen, denn der Ökumene-Referent der Erzdiözese, Monsignor Sanders, hat heute 75. Geburtstag gefeiert und wir Schwesterkirchen sollten dabei sein, denn er hat eine besondere Liebe für alte orientalische Kirchen. Deswegen bitte ich um Entschuldigung und um Verständnis, dass ich so spät gekommen bin. Wir leben in Höxter an der Weser, das ist nicht weit weg von Warburg, wo Sie das wunderschöne Kloster haben. Und gleichzeitig ist das der Sitz von dem Erzbischof. Also 2 koptische und syrische Bischöfe sitzen in einem Kreis, nämlich im Kreis Höxter. Das war ein Anlass für den Landrat, daraus sozusagen eine Klosterregion zu deklarieren. Wo gibt es weltweit 2 Klöster in einem Kreis und beide gehören zu den ältesten Klöstern der Welt? Also, unser Kloster ist eine Klosterregion geworden. Inzwischen sind 32 Klosteranlagen miteinander vernetzt und bekommen die Pilger und Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet. Ich lade euch ein, Ausflug in den Kreis Höxter zu machen, und dort zeigen wir euch ein altes, bescheidenes Kloster, wo die Wände mit Lehm und Kalk verputzt werden, so wie bei uns im Heimatland, in den Dörfern. Und wir zeigen euch auch das syrische Kloster, und dazwischen gibt es ein Kulturzentrum, wo die Jugendlichen sich wahlen können, und dort gibt es Sporthalle, Tennisplatz. Also ich würde mich freuen, euch in unserem Kloster und in unserer Region einladen zu dürfen. Ihr könnt bei uns wohnen. Ihr könntet bei uns wohnen, die Kinder und Jugendlichen können spielen, wir können miteinander beten und einige Tage dort verbringen. In der letzten Zeit gab es ein klein bisschen Turbulenzen, auch in der syrischen Kirche, aber das darf niemals die Geschichte von 2000 Jahren berühren. Diese Kirche mit der tollen Vergangenheit, wir sind Kinder der Märtyrer. Und alle Apostel und Botschafter Gottes wurden nicht auf Throne getragen, sondern die haben gelitten. Und wenn heute einer der Diener der Kirche auch für Christus leiden darf, das ist eine Ehre. Und daher möchte ich euch ermuntern,
diese Phase erinnert an die apostolische Zeit, wo die Diener Gottes gelitten, gekreuzigt oder sogar ihre Leben geopfert haben.